Doktor. Unsere Proteinwürfellieferung ist da. Nein, das ist Lombax. Reißt den Imperator und aktiviert die Abriegelung. Der Aufzug kommt runter. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Verstärkung steht in überwältigender Anzahl bereit. Tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so lila aus? Vielleicht hat das mit all diesem Dimensionschaos zu tun. Wenn dem so ist und wir draufschlagen, bringt es uns entweder in eine andere Dimension oder lässt uns implodieren. Ah. Friere deinen Feind ein mit Miss Turcons neuester Errungenschaft. Ist es kalt hier oder ist das etwa... Die Kaltfront! Schieß sie auf deine Gegner und gefriere sie zu soliden, unbeweglichen Eisblöcken! Sieh zu, wie sie hilflos herumrutschen und umher gleiten! Und mir schaden die wohl total dämlich aussehen! Greif zu! Das ist ein echtes Schnäppchen! Doch. Das Blizzon muss die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Hier ist der Aufzug.
wenn's dir hilft, Ratchet. Ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann's dir schlimmer nicht ergehen. Wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kid. Das will ich nicht riskieren. Apropos Risiko. Wenn die Kedaro-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht, wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blizzon und kehren in die andere Dimension zurück. Denn alle? Sein Amulett? Es war ein Amulett! Nein! Sie kommen aus. Meine Güte, sie sind überall! Lass sie mich nicht fressen! Schieß weiter, sonst sind wir erledigt! Vermehren sich wohl in allen Dimensionen. Und ihre Mädchen schnurren hören. Von diesen Gel-Lippen verschlungen zu werden? Die hätten dich ganz sicher nicht gefressen. Du hast leicht reden. Du bist nicht so ein Häppchen. Die Tür ist zu. Gehen wir weiter.
dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Ratchet. Oh, das ist toll. Hallo, Ratchet. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Darf ich dich Chad nennen? Nein. Und nein. Ich, brauche etwas Blizzon. Oho, ich weiß den perfekten Ort. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen, aber wie, Reg, wie? Ganz ruhig. Ich regle das. Wenn der Raum leicht überflutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Hey, Reggio, hast zwar nicht gefragt, aber ich heiße Schrottbot. Ja. Nur falls es dich interessiert. Ich wär's ja. Schön, dich kennenzulernen, Schrottbot. Das ist Kit. Halt! Hey, Kit? Also, wozu braucht ihr zwei das Blizzon? Wir, wollen in eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen. Oh, wir haben eine hier. Läuft leider schon ewig nicht mehr. Hat immer tolle Quadrate gemacht. Ja. Ist dieser Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Wenn du mit Schlüssel meinst, leicht und sicher Knöpfe zu drücken, dann ja. Was? Aber Blizzon, gleich da vorne ist ein Aufzug, der uns zu einem von diesen hübschen, leuchtenden Kristallen bringt.
zuckt. Bam! Ich drücke schnell den Knopf mit dem alten Zugriffsarm. Nein! Nein! Mein Zugriffsarm! Er funktioniert nicht mehr! Er ist nur noch ein Arm! Was für ein Unsinn ist! Nein, der Strom ist aus. Wir müssen ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Schrottbot. Okay, ich bleibe hier unten und sehe zu. Hey Leute, ist es hier gruselig oder was? Können wir dem Schrottbot trauen? Er ist ein bisschen exzentrisch, aber ich glaube schon. Die Amöboiden haben uns gefunden und haben Hunger. Los geht's! Richetti, hast du vor, den Aufzug zu betreten? Jetzt vielleicht? Verspielt? Sonst schlendert er nur durch die Station und macht sein Ding. Aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Da ist es, mein Lieblingsbison der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, wenn man es 6 Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. War mir ein Vergnügen, Rara und Kitty. Noch eine Dimension? Ja!
sehr witzig. Sagt George Spott, er soll morgen lieber auf der Hut sein. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Was machst du denn hier? Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ich inspiziere eure Anlage, weil sie so weiß ist und orange. Ich bin nämlich Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt hast du es ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein und betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Sehr clever, Dekorateurin Kit. Was machen wir jetzt? Wenn wir mit den Forschern plaudern, legt sich ihr Misstrauen vielleicht. Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform da oben aus gesteuert zu werden. Pläne hochgeladen. Schauen wir mal. Verstehe. Improvisierst du gerade? Komm schon. Die Schmiede nur mit Hilfsstrom betrieben? Der Hauptstromschalter ist genau da! Ah, war nur ein Belastungstest. Mal sehen. Ja, alles zerbricht. Völlig korrekt. Nichts wie weg hier bevor. Ergreift diese Scharlatane! Hallo, Eindringlinge! Wir eskortieren heute den Biologie. Für unsere unethischen Wissenschaftsexperimente. Wieso ging die Schmiede nicht? Die Energie war wohl zu niedrig. Aber der andere Knopf sah nicht richtig aus. Du wolltest doch nicht improvisieren. Tu ich nicht. Handle intuitiv. Überall Security. Wir müssen hier raus. Was ist mit dem Dimensionator? Uns fällt schon was ein.
Raum ist nichts. Wir müssen weiter. Innendekorateure? Wie konntet ihr nur auf so einen dämlichen... Sie hatten nicht einmal Ausweise dabei! Dieser Lombax muss sofort gefunden werden! Wenn er mit dem Sieg noch weiterfährt, schmeiße ich euch alle in die Schmiede und mache eine Müsli-Schüssel aus euch! Die Rubion-Schmiede wurde zerstört, Sir. Was? Schnappt den Lombax! Schnappt den Lombax! Schnappt den Lombax! Ja, das waren nicht die letzten. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und wenn wir Blizzon nehmen? Gute Idee. Eine Monsterdimension wird gerade ziemlich verlockend. Letzte gewesen sein. Was machen wir jetzt? Das war die einzige Rubion-Schmiede, die den Dimensionator bauen konnte. In dieser Dimension ist noch eine. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Irgendeinen Grund geben mir all diese Rettungsboote kein sicheres Gefühl. Huh?
Und ich glaube, damit ist dir alles erledigt. Cool. Nötig, damit deine Rubion-Schmiede wieder läuft. Tja, das ist das Energieproblem. Und ohne Energie hat irgendein fieses Virus das System infiziert. Es läuft erst wieder, wenn es gereinigt ist. Ich glaube, dafür habe ich genau die richtige Freundin. Du hast freie Hand, Glitch.
weiter anhält. Ist das das Virus? Jemand muss sie stoppen, bevor sie sich noch weiterentwickeln. Aber das ist hier kein Problem. Die Rubion-Schmiede ist jetzt wieder sauber. Also kannst du übernehmen, Ratchet. Ich wusste, du schaffst das, Glitch. Danke. Gut gemacht, Retcho. Du kannst die Schmiede anschalten. Wie machen wir das? Ah, indem ihr die Energiequelle findet. Zuletzt habe ich sie die Treppe runter hinter der Druckschleuse gesehen. Aber unter uns, es ist etwas gruselig da unten. Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hat uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blizzard. Die gesamte Station nach uns sucht, immer verlockender. Wenigstens ist dort das Licht an. Was mache ich denn da? Lauf einfach weiter, Ratchet. Ich kann nirgends Blizzon sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen? Vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Gefahr gewahrt. Systeme online. Oh, der kommt.
eingegangen. Wenn wir uns das ansehen, da ist ein Forschungsprotokoll. Interessant. Spiele Stationsprotokoll weiter ab. Ich habe ihn gerade herumspielen sehen und da, seht ihr ihn? Wie kann er so schlimm? Ist das ein Hallo? Was macht ihr denn da? Ihr tut ihm weh! Stopp! Hört sofort damit auf! Stopp! Das war der Schrottbot? Und ich dachte, er redet von Safti. Nichts wie raus hier! Das Schloss wird per Voidkurbel gesteuert. Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Lauf! Hier ist nirgends ein Geleebehälter. Aber Spalten! Ratchet, flieh mit Hilfe der Spalten vor Safti. Ich muss den richtigen Zeitpunkt finden. Unser Stichwort. Wenn ich Blizzon wäre, wo wäre ich wohl? Ratchet, alles okay? Ja, zum Glück funktioniert mein Sauerstofffilter noch. Hab ihn Jahre nicht gebraucht. Nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Savali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest, wollte ich auch nichts riskieren. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kate. Das bedeutet mir viel. Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Thank you.
schon. Miss Surkon? Was machst du denn hier? Wenn Surkon Junior existenzielle Ökonomie an der Bourgogne-Universität studieren möchte, dann werde ich dafür sorgen, dass wir uns das leisten können. Kein Grund, das nochmal zu kaufen. Bevor du die hier aufrüsten kannst. Magnetfeld. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Unmöglich! Diese Dekorateure sind nicht einfach verschwunden. Bewacht die Energiequelle! Was mit ihnen dekorieren? Gib uns die Chance, wenn der Bubble! Andere Energiequelle, wenn wir so lange überleben. Klingt das Fauchen erfreut oder wütend? Lockt euch die Energiequelle! Haben wir uns dann heute nicht auf ihrem Zeitplan! Er hilft uns? Er hilft uns! Mann, da bin ich aber froh! Geschütze, was?
Oh, die sind ja wirklich schwer. Weiß nicht zufällig, wie man die Rubion-Schmiede sonst noch hochfahren kann, oder? Will er, dass wir ihm folgen? Alle Teams eliminiert. Das Blizzon. Er will mit uns kommen. Überall ist es besser als hier. Vielleicht kann er uns ja doch bei der Schmiede helfen. Müssten wir jetzt nur noch zurück zum Schiff. Oh, dieser Aufzug bringt euch wieder an die Oberfläche. Kein Problem. Kommt bald wieder, Wretches und Kittles. Danke. Und alles klar. Schrotti? Clank! Rivet! Der Dimensionator ist fertig! Im Ernst? Halt, wir? Ich wusste, ihr schafft das. Wir haben auch das Phasenquarz bekommen. Ja, komm zu Zorki, dann bauen wir das Ding. Oh, wie treffe ich jemanden? Wovon redest du? Du hast mich getroffen und das lief toll. Ich bin vor dir vom Archiv gefallen und hab geschrien. Laut. Stimmt? Keine Ahnung. Sei einfach freundlich und offen. Und denk nicht so viel. Nicht so viel denken. Okay. Es wird Zeit, die Dimensionen zu reparieren. Was Rivet wohl macht? Ratchet, ich bin Rivet. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da? Nichts. Ich bin nur
dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten. Bist du nervös, Ratchet zu treffen? Was? Ja, ein bisschen. Er ist sehr nett, versprochen. Und sobald wir den Dimensionator gebaut haben, hilft er uns, Dr. Nefarius zu finden. Okay. Schätze, unser Abenteuer geht zu Ende, Bolts. Ihr zwei und Dr. Nefarius werdet schon bald in eurer eigenen Dimension sein.